Also unser Ziel ist es natürlich schon, um alle Bauern zu unterstützen und möglichst viele Bauern zu unterstützen. Aber es ist so, dass Bauern selbstständige Unternehmen sind und sie können selber entscheiden, ob sie mit uns mitmachen im Projekt, ob sie uns einen Kaffee verkaufen wollen oder über die anderen. Und das Produkt ist ja spezifisch Fairtrade zertifiziert. Das heisst, Bauern müssen die Entscheidung treffen, um sich Fairtrade zu zertifizieren. Und dann müssen sie auch gewisse Standards einhalten. Es gibt Bauern, die wollen das nicht machen. Für uns ist das in Ordnung. Sie können sich auch noch in Zukunft dazu entscheiden, um sich Fairtrade zertifizieren zu lassen. Aber grundsätzlich ja, wenn wir natürlich, dass möglichst viele Bauern mitmachen, damit wir einen grösseren Impact haben vor Ort.